Hallo, mein Name ist Brad. Oder er war es zumindest einmal. Ich erzähle euch Gruselgeschichten. Heute möchte ich euch die Geschichte vom Gemälde des Baronen McCoy erzählen. Es ging einst die Legende, dass man, sollte man den Baron auf seinem Gemälde jemals lächeln sehen, es den Tod bedeuten würde. Denn der Baron blickte auf diesem Gemälde stets düster und griesgrämig drein. So erging es auch dem armen Zimmermädchen Mary Ann. Sie hatte große Angst vor dem Gemälde. Und jedes Mal, wenn sie durch die Galerie im Herrenhaus der McCoys schritt, wandte sie den Blick zur Seite, um nicht Gefahr zu laufen, vom Baron angelächelt zu werden. So kam es, dass an einem schrecklichen Morgen das arme Dienstmädchen auf dem Weg in den Westflügel war. In Gedanken verloren durchschritt sie die Galerie. Nur durch Zufall blickte sie auf das alte Gemälde des Baron Rory McCoy. Das Gemälde war leer. Erschrocken blickte das Mädchen auf das leere Gemälde. Sie blieb stehen und betrachtete es genau. Nie im Leben zuvor hatte sie gewagt, stehen zu bleiben und es anzusehen. Im Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr und fuhr herum. Vor ihr stand der Geist des Baron Rory McCoy. Er lächelte sie freundlich an. Dann stieß seine Hand hervor und bohrte sich in ihre Brust. Grabeskälte umfing ihr Herz und es hörte auf zu schlagen. Ein letzter verzweifelter Blick in die Augen des Barons und das Kind fiel zu Boden. Der Geist löste sich auf und ging zurück in sein Gemälde. Dort lächelte er ein letztes Mal auf die vor ihm liegende Tote und sein Gesicht wurde wieder griesgrämig und düster. Tja, so erzählt man es sich, die Geschichte vom Gemälde des Baron Rory McCoy. Euer